Verrat, wohin man blickt. Al-Mualim ist also in Wahrheit ein Templer. Hätte man am Anfang echt überhaupt nicht gedacht. Ich sagte aufstehen, verdammt. Ist ja gut, ey. Bleib locker. Hallo. Oh nein. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar, oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind nur 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind Sie hier doch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht Ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Okay. Nicht, genau, kratz ihm am Arsch. Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Tut mir leid, Desmond. Er erwähnte die Wüste, glauben Sie? Nein, sie haben ein Team dorthin geschickt, aber der Ort war verlassen. Ich weiß nicht, wo ihre Eltern sind und kann nicht versprechen, dass sie noch leben. Aber ich glaube, sie konnten fliehen. Danke. Danke fürs Nachsehen. Es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Wovon reden Sie? Die haben gerade buchstäblich meine einzige Chance, hier herauszukommen, gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie ist auch eine Assassinin. Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Kein Schitz. Gar nicht müde? What the fuck? Okay. Al-Mualim ist ein Templer und sie, die vermeintliche Templerin, ist eine Assassinin. Und kann sich teleportieren. Wie wir ja schon einige Male sehen durften. Bevor ich nämlich weitermache, will ich ganz kurz gucken, ob es hier neue Nachrichten gibt. Das möchte ich ja nicht vorenthalten. Hier ist eine gelöscht. Vom 6. Okay. Sie hat sie oh, Alter. Geh mal schneller runter. Los, 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 los. So, jetzt bin ich unten. Brauchen Info zu Dia-Vorfall. Mindestens 20 starben bei Unfall. Nehme an, dass dies der Startort ist. Wenn nicht, dann sicher Aufbau. Sollten versuchen zu infiltrieren. Was ist das Ziel des Starts? Sender in niedriger Erdumlaufbahn für Artefakt. Ausweitung der Experimente zur konditionierten Reaktion von vor 5 Jahren. Falls erfolgreich, kontrollieren Sie alles. Was bedeutet alles? Unsere Gedanken. Was ist mit Desmond? Sie benutzen ihn, um ein weiteres Artefakt zu lokalisieren. Ich habe sie aufgehalten, aber sie sind jetzt nah dran. Weiß er von uns? Nein. Gut.
Das soll erst einmal so bleiben. Könnt ihr Hilfe schicken? Probleme da unten? Du fragst dich, warum dich alle auslachen? Rate einmal. Wahrscheinlich besorgt es ihr ein anderer größer und besser als du. Wie kannst du hoffen, da mitzuhalten? Sei dir sicher. Es gibt Mittel und Wege. Klicke einfach auf den Link. Ah ja. Ist das vielleicht nur... Warte mal. Lass mich nur mal gucken. Da sind ja manche sind groß geschrieben. Ich möchte mal kurz was gucken. Du fragst dich, warum wir sind... Ach so, wir sind bald da. Das ist die geheime Botschaft. Das große W, dann natürlich das große I und das R, wir, dann von wahrscheinlich das S und so weiter und so fort. Wir sind bald da. Das kam mir nämlich gerade auch ein bisschen komisch vor, dass das da so in Großbuchstaben stand. Deswegen wollte ich nochmal gucken und es ist tatsächlich eine geheime Botschaft. Ich bin ein alter Codeknacker. Wobei man das eigentlich relativ leicht erraten könnte. Oder kann. Das ist ja jetzt nicht so kompliziert. Ich glaube, wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann habe ich auch keinen Plan mehr. So, was gibt's hier? Gibt's hier was Neues? Ihr Stift 3. Okay, gibt's neue Sachen? Moment. Ist das ein Ding oder gibt's da noch mehr? Boah, Alter, okay. Warren. Wenn dieser Kerl uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzuschauen. Ich habe David aus der Personalabteilung in CC gesetzt. Vielleicht kann er Ihnen ein paar zusätzliche Testsubjekte besorgen, falls Desmond in Rente geht. Wenn ich Sie erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Dieser Mist mit den Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachtet werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger, riskieren wir, dass während der Ermittlungen alles eingefroren wird. Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern. Wir haben die Dia-Sache geklärt. Aber es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der Newsgroups und Websites mit seinen Geschichten zu Massenmord und Verschwörungstheorien versorgt. Woher bekommt er eigentlich die Information? Ihr Bericht sagte, dass die Projektleitung alle getötet hat, bevor die Reinigungscrews dort ankamen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Egal. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist. Aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer. Aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluoridleck tatsächlich ein internes Problem war. Und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf... oder gar schlimmer zu tun. Ich werde auch bald die Sache mit Subjekt 17 beenden. Also besorgen Sie mir Ergebnisse oder setzen Sie einen anderen in den Animus. Erlen. Mexikanischer Präsident verspricht verbesserte Grenzsicherheit. Da er wegen der Rekordzahlen von illegalen Einwanderern nach Mexiko sehr besorgt ist, hat der mexikanische Präsident heute angekündigt, die Grenzsicherheit zu verstärken. Die Anzahl der an der Grenze stationierten Soldaten soll sich verdreifachen. Gegner dieser Entscheidung befürchten verstärkte Feindlichkeiten zwischen amerikanischen Flüchtlingen und mexikanischen Soldaten. Die Kämpfe zwischen den Gruppen haben in den letzten 6 Monaten 300 Todesopfer und 1000 Verletzte gefordert. Okay, hier gibt es noch ein kleines... Konfzimmer für Tür. Funktioniert nicht. Vielleicht ist Remote Access abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Habe keine Zeit für diesen Mist. Hallo Warren. Der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Nein. Wie lautet der? 1028143. Okay, wir haben die ganzen tollen Codes, aber was können wir mit diesen tollen Codes machen? Sind die einfach nur so, damit... Ja, da einfach mal Nachrichten kommen? Ich denke schon, weil irgendwie ich kann den ja hier nirgendwo eingeben. Oder doch?
Probieren wir es mal. Tatsächlich, ich kann ihn hier eingeben. Das ist das Konferenzzimmer, toll. Die Frage ist, warum kann ich hier rein? Kann ich irgendwas machen? Nö. Nö. Ja gut, schön, ich kann hier rein, aber ist ja relativ unspektakulär. Hier ist ja nicht. Oh, hier ist ein Laptop. Hier ist ein Laptops. Ich möchte an den Laptops. Projektleitung Nummer 9. Okay. Hier gibt es auch nur einen. Warren, die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Während der Edensplitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbliebenen Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass sie dafür Verständnis haben. Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben Sie uns dann Ihr Feedback. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung. Erstens, Edensplitter Nummer 3. Wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen, nach dem Verlust von Nummer 2 im Dia-Satellitenunfall ein alternatives Artefakt zu lokalisieren. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat, sich an den Animus zu gewöhnen, was zu Verzögerungen führt. Als Ergebnis schätzen wir weitere 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in den Alarmzustand. Wir verlassen uns auf Sie, dass Sie die zusätzlich benötigten Infos besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Zweitens, Philadelphia-Projekt. Daten, die wir vom Animus-Objekt 12 erhalten haben, zeigen, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer übereinstimmt oder parallel verläuft. Obwohl wir genug Daten retten konnten, um das original im Experiment verwendete Artefakt zu rekonstruieren und reparieren, hat sich die Verwaltung unserer Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Firmenregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesenermaßen die Zeit manipulieren oder beeinflussen, müssen erhalten werden. Das Artefakt wird in ein sicheres Lager verbracht. Drittens, Tunguska-Zwischenfall. Mittlerweile wird angenommen, dass dies das Ergebnis eines Angriffs der Assassinen war. Forschungsstation zerstört, genau wie Artefakt. Die Geräte zur Erzeugung von alternierenden Wellen wurde im Lager gefunden. Aber wir haben zurzeit nicht genügend Daten, um die Forschung zu beginnen. Ahnenforschung und Personalabteilung sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden. Entweder Assassin oder Bruderschaft. Um die Forschung fortsetzen zu können. Die Wiederbelebung dieser besonderen Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Wir stellen derzeit ein Team zusammen, um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Viertens, Gral. Wir entfernen den Gral von unserer Zielliste. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Existenz zu bestätigen. Die aktuelle Untersuchung von Subjekt 17 deutet an, dass alle Artefakte, außer dem Edensplitter, die sich auf Christus beziehen, fiktional sind oder vom Edensplitter stammen. Auch wenn das Objekt real ist, wäre sein Nutzen für uns marginal. Unsere Kräfte konzentrieren wir besser auf andere Dinge. Fünftens, Mitchell Hatches Kommunikatoren. Die Analyse dieser Objekte ist beendet. Die gute Nachricht ist, sie funktionieren. Als Ergebnis verfügen wir nun über einen sicheren Kommunikationskanal, den wir nach dem Start benutzen können. Trotzdem sind sie in der Anzahl stark begrenzt und so können wir sie nur unseren wichtigsten Abteilungen zur Verfügung stellen. Sie werden ihren natürlichen behalten können. Sie werden ihren natürlich behalten können, natürlich. Warren, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieser Orte ab. Ohne sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen. Alan Rickon. Okay. Während wir hier also gefangen waren und immer schön im Animus waren, haben die einiges veranstaltet, um Artefakte zu finden. Edensplitter.
und haben entweder alles abgewälzt oder es halt gut vertuscht als was anderes verkauft. Die sind ganz schön heftig drauf, die Jungs. Aber richtig heftig.